Und willkommen zu Let's Play Metroid Zero Mission. Ja, wir sind kurz vor dem Ende. Uns fehlen noch 5 Items, die wir noch sammeln müssen. Und 2 davon sind unter dieser Plattform hier. Da müssen wir Anlauf nehmen. Wie ihr seht, reicht der Anlauf, den wir hier haben, nicht. Also müssen wir uns was Neues ausdenken. So, müssen wir da hier hochgehen. Okay, bis hier. Ja, und ich werde mal wieder State Safe benutzen, weil das ist sonst... Jawohl, hat geklappt beim ersten Versuch. Aber das war noch nicht alles. Jetzt wird es erst richtig knifflig. Ja, okay. Einen seht ihr da, der ist der einfachere. Hier hoch. So, und hier werde ich mich durchstechen durch den Raum, weil das dauert einfach sonst lange, ich jedes Mal alles neu machen müsste. Okay, gut. So, jetzt hier. Hier fängt jetzt schon an das Problem, weil hier sind Missiles, ja. Hier werde ich schon mal einen State Safe machen, weil hier kann man schon leicht runterfallen an dieser Stelle, weil... Ja. Okay, weil hier diese Dinger gehen, glaube ich, bis ganz nach unten. Ich werde hier schon mal eine Powerbombe zünden. Ihr seht, die gehen ganz nach unten. Und... So, erstmal den einsammeln, sehr schön. So. Jetzt eine Powerbombe. Ein State Safe. Oh, das gibt's nicht. Verdammte Scheiße. Wo war nochmal? Ja, da oben müsste er jetzt weg sein. Warte mal. Ah ne, ich musste ja den Raum verlassen, ne? Ich kann ja den Anlauf nicht machen innerhalb dieses Raums. Ja, verdammt. Nee, da muss ich den State Safe laden, das hilft alles nicht. Das ist nicht das Problem, man kann den Anlauf nicht machen. So, jetzt nochmal speichern. Nochmal ein Powerbömmchen. So, jetzt müssen wir warten kurz, bis die wiederkommen. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Ah ne, Moment. Schon haben wir es geschafft. Sehr schön. Das ging gar nicht mal so schlecht. Jetzt kommt, was jetzt kommt, meine Freunde, das ist noch viel, viel, viel schlimmer als das hier. Glaubt mir. Das hier war nur die Aufwärmübung. Die sind auch hier wieder Speedbooster-mäßig. Kabams. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen jetzt. Genau, hier müssen wir jetzt Anlauf nehmen. Ich werde das mal selbstverständlich wieder speichern. Wohin? Moment. Wie war denn das? Wir
Ich muss bis hierher kommen. Ja, nee, ich muss bis hierher kommen. Okay, nein, laden. Okay, meine Freunde, Schritt 1 haben wir geschafft. Wir haben uns bis hierher durchgepowerboostet, aber das ist noch nicht alles. Jetzt kommt dieser Raum. Und wie war der noch gleich? Ja, okay. Hier muss man... okay, nee, wir müssen in einem anderen Raum... Aber unbedingt hier wieder entrollen, weil sonst fällt man hier wieder runter. Sonst, weil man muss sich festhalten. Erstellen bitte. Sonst fällt man hier wieder runter. Ich glaube, das hier, meine Freunde, ist der allerhöchst beschissenste Raum überhaupt, weil wir müssen jetzt hier eine Bombe legen. Dann... Ja, schon schief gegangen. Ja, wie seht ihr, sind Bröselblöcke und... Das ist ganz mies. Ja, oh, jetzt hat sie sich wieder nicht entrollt. Schön. Jawohl, wir haben es geschafft. Sehr gut. Das war noch okay. Könnte schlimmer sein. So, jetzt kommt das Problem. Wir müssen jetzt hier einen Speedbooster machen. Den speichern durch diese Lücke. So, und jetzt. Jetzt wird es richtig, dass hier. Und zwar hier haben wir Blöcke, die kann man einfach so wegschießen. Aber einer ist dabei. Den kriegt man nur mit einer Rakete weg. Dann müssen wir hier einen Speedboost durchmachen. Das wird, ihr werdet sehen, das ist wirklich eine Katastrophe. So, also ich werde mal natürlich wieder speichern. Weil es ist einfach so zulässig, jedes Mal hin und her zu rennen. So. Okay. Anlauf. Nehmen. Schießen. Okay, es hat nicht geklappt. Ja, wie ihr seht, man kann hier nicht durchlaufen oder auch mit einem Sprung nichts anrichten, weil wenn man springen würde, würde man ja genau gerade durchkommen. Und die da hinten, die Wand ist natürlich nicht Speedbooster-Wand. Also muss man hier wirklich... Richtig. Nein. Ja, wie gesagt, das kann eine Weile dauern. Wirklich, Freunde. Ganz ehrlich. Nein. Hier den richtigen Punkt zu finden. Wenn man zu spät springt, dann geht es natürlich auch nicht. Das kann einen Augenblick dauern, bis ich da den richtigen Punkt beschaue. Ah, guckt euch das an, wie knapp, ey. Ja, ihr seht, die Wand ist leider nicht zerstörbar. Wie knapp. Nicht geschossen. Nee, falsche Taste. Ah.
viel zu früh. Ja, wie ihr seht, ich hab nicht gelogen. Es ist wirklich. Ja, wir haben's. Seht, Freunde, wir haben's. Sehr schön. Unser vorletztes Item. Damit haben wir jetzt 250 Missiles. Ich habe sogar den wirklich hier unten den. Also man muss, wenn man praktisch hier das letzte Grau gerade berührt hat, kann man einen richtig schönen Sprung hier durchmachen. Ja, Moment, wir müssen gleich mal wieder anlaufen, sonst kommen wir natürlich hier nicht wieder weg. So. Okay, Freunde. Jetzt geht es zurück nach Chosodia zum Raumschiff der Piraten. Wir waren ja schon mal ziemlich dicht dran. Nee, ich wollte das trotzdem noch, aber wir waren ja schon ziemlich dicht dran am Bossgegner. Im Cockpit, wie ihr euch vielleicht erinnern werdet. Ich glaube, da kann man mit einer Powerbomb oder sowas wegsprengen, dann kann man auch da hochgehen, aber ist jetzt völlig unwichtig. So, wir gehen jetzt hier einfach hoch. Ja, nee, oder warte mal, Moment. Moment. Wo komme ich denn da raus, wenn ich jetzt da lang gehe? Ja, ich denke, wir gehen mal den Weg hier lang. Oder, Moment, wir können ja auch, nee, wir können noch eine bessere Abkürzung machen. Und zwar, wenn wir jetzt diesen hier benutzen. Ich glaube, war nicht irgendwo. Genau hier. So ein geheimer Weg nach oben, der viel schneller geht. Der, wie ihr seht, nur mit dem Skurtech benutzbar ist. Oder mit einem Space Jump. Habe ich euch auch das mal gezeigt, sehr schön. Ah, okay, der ist von da oben erreichbar, wusste ich gar nicht. Moment. Achso, ich muss nach unten, okay. Guckt man denn dahin, da ist ein Loch zum Durchfallen. Von oben irgendwo geht noch eine Etage höher. Der? Nee, noch ein tiefer. So, hier können wir jetzt natürlich auch abkürzen natürlich mit Speed Booster, alles kein Problem. Sprechen tun wir später. Ja, ich werde jetzt den Rest der Fahrzeit halt noch ein bisschen dazu nutzen, hier zurückzulaufen. Ja, okay. Nee, Moment, nee, hier wollen wir nicht hin. Nein, wir wollen hier hin. Wir wollen den anderen Weg gehen, der führt uns ja direkt nach Chosodia. Zack.
Ja, hier könnte man sie auch durch Speed boostern, aber geht auch zur Not so. So. Ja, ist vielleicht jetzt nicht so arg interessant, dieser Part, aber was soll's. Man kann ja auch mal ein bisschen nochmal das Spiel genießen. Ja, wie gesagt, der letzte Kampf. Ja, wird euch vielleicht nicht gefallen, Freunde, aber ich werde auch im letzten Kampf sehr viel State Save, weil einfach sonst zu lange dauert und zu viel Ressourcen kostet und so weiter. Ja, den kennen wir ja schon, hier waren wir schon überall. Und wir sind schon zurück, also recht schneller Weg doch. Oh, der Speed Booster, der Gurtek öffnet keine Türen. Und ich weiß nicht, ob ich schon. Oh, gibt's da. Der ist da drin unverwundbar oder was? Ich verarsche. Ja, aber hier einen Speed Booster hoch, man bringt nicht viel. Wohl doch, hätte was gebracht. Und es ist davon abhängig, ich will jetzt gerade dieses letzten ja, wie gesagt, die machen viel Schaden und sind ziemlich zäh. Moment, wenn wir da abkürzen eventuell. Ja, da können wir glaube ich etwas abkürzen da oben. Und zwar hängt die Schwierigkeit gerade des letzten Bosses davon ab, ob man 100% hat oder nicht. Wenn man, wenn man weniger als 100% hat, dann hält er nur 5 Super Missiles in seine Schwachstelle, Super Missile Treffer in seiner Schwachstelle aus. Ja, es ist trotzdem noch schwerer, als sich das anhört. Weil das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Und wenn man ...100% hat, hält er 15 aus. Ja, so ist das, Freunde. Das heißt, er hält es denn, hält er dreimal so viel aus, wenn er. Wenn er entsprechend geschwächt ist. So, Moment, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier unten lang. Genau, hier ist ja die Stelle, wo ich mich gefragt habe, wie man hier den Speed Booster hinkriegt. Komm, wir nehmen mal eine Powerbomb, wir können sie ja nicht speichern, die jetzt noch aufladen, so. Okay. Ja,
Ja, wie gesagt, ja, wir sind da. Hier werde ich den Part dann beenden. Und im nächsten Part werden wir uns... Hier geht es oben lang. Ich habe euch ja noch nicht gezeigt. Hier kann man sprengen. Ich kann ja schon mal hier Vorbereitungen treffen, indem ich... Hier müssen wir eine Powerbombe legen. Also man braucht die Powerbombe definitiv, um zum Boss zu kommen, um diesen Weg hier frei zu sprengen. Da geht es dann im nächsten Part weiter. Ja, du stirbst. Du stirbst auch. Aber wie gesagt, dass die noch mal immer durch die Tür kommen, ey. Jetzt wieder Ruhe sein, ja. Okay, wir speichern hier. Wir noch mal regeneriert. Ihr seht, ja, 18 Powerbomben ist eine sehr merkwürdige Zahl, aber es ist halt so. Ja, hiermit möchte ich mich verabschieden. Vielen Dank, dass ihr mir zugesehen habt. Und ich hoffe, ihr freut euch auf den letzten Part dieses Let's Plays. Ja, was einen Nachfolger angeht, habe ich mich noch nicht so richtig entschieden. Mal sehen, wie gesagt, oder ich weiß noch nicht, welcher Part zuerst hochgeladen wird, aber auch habe ich schon gesagt in Beyond Good and Evil im letzten Part, der schon abgedreht ist, also aufgenommen ist, aber noch nicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht hochgeladen, aber ich werde Zelda The Wind Waker spielen und Let's Play natürlich und ja, wir werden sehen, was ich hier als Nachfolgeprojekt mache. Habe ich noch nicht gesagt, es gibt da ein paar tolle Kandidaten. Aber wir werden das dann sehen. Und bis dahin, meine Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Kommentare und Likes sind natürlich immer willkommen. Bis dahin.